Bounty, liebe Freunde, wir sind zurück in der Minecraft-Stadt der Inspirationen mit Pegga. Moin. Moin. Ja, es hat sich wieder was getan. Und zwar geringfügig. Ja, geringfügig. Und zwar hinter uns. Ja. Ja. Man sieht es in der Ferne, eine Brücke. Ja. Da kommen wir später dazu und da oben ist die Berghütte. Was ist denn sonst noch neu? Den Hafen haben wir gezeigt, eigentlich nur die Berghütte, ne? Berghütte, der zweite Teil des Zuges und die Brücke. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal los. So. Ich folge dir. Jetzt muss ich wieder labern, ne? Ja, mach mal. Okay, ja, das haben wir ja schon gesehen. Hier ist jetzt einfach eingerichtet, die Garderobe. Die Decke steht. Hier unten, da ist noch nichts gemacht. Das wird dann so das Sahnehäubchen. Ne, zum Schluss. So. Doch, nochmal ein Haufen Arbeit. Oh ja, die Bar haben wir auch schon gesehen, ne? Ja, hier unten waren wir soweit alles. Ah, beim Lift waren wir auch schon oben. Ja, aber nur bis zur, Terrasse, was es sein sollte. Genau, genau. Der war ja hier oben nicht. Genau. Und ab da ist eigentlich was Neues. Wir haben hier einen Lift, zwei Lifte nebeneinander. Ich weiß, ist ein bisschen Konstruktionsfehler, aber wenn man es hat, dann hat man es. Ja, wer einen lang hat, kann lang hängen lassen. Vor allen Dingen im Brandfall ist dann schön. Ja, Brandfalle ist, ja, ist die Benutzung nicht zu benutzen. Genau. Ist einfach vom Balkon springen. So, hier haben wir das erste Schlafzimmer. Hier haben wir ganz simpel mit Knöpfen. So, Schubladen halt, ne? Kleider etc. sind da drin. Hier Sofa, eine Feuerstelle. Und dann romantische hier das Stunden. Wie? Für romantische Stunden. Genau, romantische Stunden. Hier das Bett. Zu zweit. Zu zweit, Pegga, weißt du Bescheid. So, hier haben wir noch einen Kleiderschrank. Und dann hier ein großes Bad. Mit Spiegelschränkchen. Hier haben wir sogar noch eine Scheibe zum Bett rüber. Sehr erotisch. Na? Hi. Na, Schnucki. Dann noch eine Badewanne. Mit Duschkopf oder Duschbrause an der Decke. Wie man das auch nennen möchte. Eine Regendusche. So. Mal kurz am Kopf kratzen. Ach. So, geht's wieder. Nebenbei quatscht mir hier der Song ein bisschen zwischen. So, dann kommen wir hier raus. Ist so wie eine Terrasse, Wintergarten. Eine Kreuzung. Mit Vorhängen. Oh, es regnet draußen. Ist ja. Bitte. Ist ja hässlich. Ja, eine Sitz. Ecke. Naja, Ecke nicht unbedingt. Aber ne, da kann man sitzen. Dann sieht man hier auf den Bahnhof. Hat sich auch noch einiges getan. Ja. So, dann gehen wir jetzt mal diesen langen Gang nach hinten. So, folge dir. Wir nehmen erstmal die rechte Seite. Hier ist das Esszimmer. Und man sieht es überall, sind noch so Büsche, Leafblöcke. Das haben wir deswegen gemacht, weil das ja so ein bisschen eine naturbelassene Hütte sein soll oder bleiben soll, was auch immer. Hier haben wir dann die Küche direkt angrenzend. Da kommt man vom Gang. Man da auch rein und natürlich zum Esszimmer, sonst muss man ja außen rumgehen, ne? Und überall die berühmten Schiebetüren. Ja, so, dann gehen wir gleich hinten rechts noch in den Raum. Das ist ein Fernsehzimmer. Hier könnte man ja noch die Radioblöcke dann oben an die Ecken machen. Hast du den schon griffbereit gehabt, oder? Ja, mein Radio habe ich immer in der Hosentasche. Gut. Ein iPod. Ja, Fernsehecke. DVD-Regal. So. Hier war der Berg leider schon zu Ende. Da habe ich jetzt einfach mal ein Fenster reingemacht. Desto weiter, dass wir jetzt den Gang wieder runterlaufen, desto größer werden die Zimmer auf dieser Seite. Hier haben wir zum Beispiel ein Klo. Toilette, ne, mit Dachfenster. Ja. Besonderes.
Und jetzt kommt was Besonderes, nämlich ein Wellnessraum oder eher so Massageraum. Hier haben wir einen Massagetisch, so, und ein Whirlpool, wo Pekka gerade ersäuft, so halbwegs. Nein, ich nutze die Wassertiefe. Du nutzt die Wassertiefe, okay. Solange du nicht andere Tiefen nutzt. Anderes Thema. Ja, anderes Thema. So, Thema Lift. Lift, liften, sich liften lassen, so. Lift Apfelsaftschorle. Was? Ja, ich. Lift Apfelsaftschorle? Ah, Lift Apfelsaft, ja, ja. Downsaft. So, jetzt kommen wir in eine Gegend. Hier oben ist noch nicht alles gemacht. Dafür ist der untere Stock, der das letzte Mal in Bau war, ist fertig. Warst du hier eigentlich schon? Ich sag mal nein. Ja, was jetzt? Nein, hier oben war ich noch nicht. Okay, hier haben wir nochmal eine Terrasse. Das ist jetzt... Wie? Beim Zug war ich eben noch schauen, aber hier oben war ich noch nicht drin. Ah, okay, das ist jetzt... Hier fehlen halt noch Liegestühlen oder mal gucken, wie man das macht. Ob das auch noch ein Dach bekommt oder was auch immer, ne? Ja. Das ist jetzt über der Terrasse dem, darunter. Ja, verstehe. Und wie schon gesagt, überall wieder ein bisschen Büsche. So, hier haben wir noch einen Pool. Ich weiß es nicht, das ist Eis. Da war ich jetzt noch nicht so sehr zufrieden mit. Ja. Boah, wenn es doch nur nicht so schiffen würde hier. Ja. Sehr ätzend, das Wetter. Ja, ich mit Shader sieht das noch ein bisschen realistischer und hässlicher aus. Ja. Ja. Wenn ich jetzt bei mir aus dem Fenster gucke, ist herrlicher Sonnenschein. Ja, bei uns war 18 Grad in der Schweiz. Ich habe keine, ich habe nicht auf Temperatur geguckt. Ich habe also, einen halben Tag geschlafen. Okay. Durch die Nachtschicht. Okay. Und... Naja. Ja. So, Frühling kommt, ne? So. Ja. Hier haben wir eine Schiebetür, die mal zu ist. Da hinten ist einfach so ein Abstellraum. Abstellraum? Nee. Wie sagt man? Kammer. Abstellkammer. Ja. Kann man sich abstellen. Ne? Ausschalten. Dann. Hier weiß ich nicht, was hier hinkommt. Vielleicht so eine Lounge oder so. Keine Ahnung. Sitting Area oder. Ja. Also für einen Gang. Also so eine Halle. Ja. So ein Flur, ne? Ist das fast schon zu groß und zu klein für ein Zimmer? Weiß ich nur nicht, was da hinkommt. Durchgangszimmer ist auch mal scheiße. Ja. Vor allem, wenn du jetzt hier noch... Ich habe mir überlegt, ob man hier vielleicht noch eine Wand reinzieht. Ja. Aber dann... Ja. Weiß ich nicht. Ich finde es offen schöner. Ja. Obwohl, naja, mit dem Lift da hinten kann man sich drüber streiten. Vielleicht kommt ja noch eine Idee von den Zuschauern, was man hier hinbauen kann. Dann ab in die Kommentare damit. Immer gern gesehen. Ich ja, und ja. Hier haben wir nochmal einen Pool. Ich kann ja euch das mal noch von außen zeigen. Ach, scheiß Wetter. Ich hoffe, das ist besser gleich. Dann sieht man das noch ein bisschen bei schönem Wetter. So, dann hier natürlich. Oh, das zeige ich noch nicht. Da gehen wir erstmal noch hin. Vielleicht ist danach das Wetter schon besser. Wir hoffen mal. Ja. Wo bist du? Noch draußen. Ich komme jetzt gerade wieder rein beim Pool. Ach so. Ah, ja. Da. Okay. Gut. So, da kommt man hier. Ja. Eine der wenigen Treppen hier im Haus. Ja, hier wusste ich auch noch nicht, was ich hier im baue. Ein Regal oder so. Es gibt sehr, sehr viele Outdoor-Räume. Hm? Ja. Hier ist noch eine Feuerstelle. Hier kommt dann noch Feuer hin. Da regnet es übrigens rein. Ja. Sitzplatz, Lounge. Ein Outdoor-Fenster.